Hey Leute, willkommen zurück zu Life is Strange. Wir sitzen gerade am Bett von Chloe und sie hat uns um eine sehr, sehr schwerwiegende Entscheidung gebeten. Sie möchte, dass wir ihrem Leben ein Ende bereiten, denn ihre Beatmung, also ihr Atmungssystem, ihr Respiratory System, danke übrigens für das Aufklären, setzt so langsam aus und sie wird wohl nicht mehr lange von sich selbst aus am Leben bleiben können und sie will ihren Eltern den Schmerz ersparen und sich selbst. Ich habe um eure Meinung dazu gebeten, was ihr tun würdet. Also an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die rege Beteiligung. Ich mache mal Pause, das Geräusch, das verwirrt mich. Ich werde es nicht ausschweifen lassen, keine Angst. Auf jeden Fall danke für die rege Beteiligung. Ich habe mir wirklich alles durchgelesen. Habe selber eine Nacht drüber geschlafen. Habe das für und wieder abgewogen. Und ich bin wirklich, wirklich, wirklich froh, muss ich an dieser Stelle sagen, dass ich diese Entscheidung noch nicht im echten Leben treffen musste und ich möchte sie auch nicht treffen müssen bei meinem besten Freund oder meiner besten Freundin. Ich will gar nicht wissen, wie schwer das sein muss. Einerseits ist es für sie eine Erlösung. Sie trifft selbst die Entscheidung und da sie es selber nicht tun kann, müssen wir jetzt quasi ihren Willen ausführen. Andererseits liegt es aber nicht an uns, das zu entscheiden, finde ich. Es ist wirklich, wirklich schwer. Für mich jetzt im Spiel ist es allerdings eine ganz leichte Entscheidung, denn ich kann das Ganze rückgängig machen. Deswegen werde ich beide Wege zeigen. Ich habe mich jetzt wirklich nach langem Überlegen für nichts entschieden, aber ich werde mal nach der Mehrheit der Kommentare gehen. Und ihr werdet ja sehen, was ich als letztes dann tun werde. Wirklich, ich wünsche es keinem, dass jemand diese Entscheidung treffen muss. Und auch wenn es nur ein Spiel ist. Wir haben jetzt schon ein bisschen was über Chloe kennengelernt, über Max, über die beiden, was sie schon alles erlebt haben und... Wow, ich habe Gänsehaut, wenn ich das jetzt so versuche wiederzugeben. Es ist echt, echt hart. Und dass das Spiel sowas von einem abverlangt, das schafft auch kein Walking Dead. Ernsthaft. Also werde ich wohl erst das tun, was ich wahrscheinlich tun würde. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und dann mache ich das, was ihr wahrscheinlich eher für richtig haltet. So anhand der Kommentare würde ich das dann eher tun. Aber seht selbst. Can't. It wrecks me to see you in any pain, but I don't have any right to do this. I'm an adult. I'm giving you the right. But Joyce and William. I already said my goodbyes to them, but they won't honor my wishes. You will, right? I can't kill you with an overdose. Max, I'm dying from my illness, not my dosage. This accelerates the process. I'd rather go out on a wave than a rock. And I want my best friend to help me out. I am going to help you, but not like that. You have to believe me, Chloe. Why, Max? You're just bailing on me like everybody else. Why don't you go now? You've been wanting to since you got here, right? So go and don't come back. Chloe, I am never leaving you again. Oh Mann, Leute, das ist echt hart. Ich glaube... Ja, wir müssen uns auf das Foto fokussieren. Aber ich mache das Ganze nochmal rückgängig. Ihr wisst warum. Na, geht das nicht schneller? Achso. Okay, jetzt habe ich keinen Ton, aber das macht nichts, denn ich glaube, ihr würdet lieber sehen, dass ich das Richtige tue. Wirklich, es gibt kein richtig und falsch, aber... Oh Mann, Leute, ich muss es tun. Chloe. I'll just drift asleep, dreaming of us here together, forever. Thank you so much. I'm so proud of you for following your dreams. Don't forget about me. Never. I love you, Max.
see you around. Sooner than you think. Oh, Chloe. Ich hoffe, dass es nicht das Ende war. I'm sorry, William. Na komm schon, wir können das wieder gut machen, oder? Ich will nicht, dass es so läuft, Leute. Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Aha! You can't hide from me forever. Oh nein. Chloe and Max wine tasting session. Dad! Sie hat es zerstört, dass sie nie wieder zurück kann in diese Zeit. The world famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Oh Gott, sie lässt ihn gehen und rettet damit aber Chloes Leben. Gott, Leute, das muss so schwer sein. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Leute. Ich kann sie verstehen, aber ich würde mich richtig schlecht fühlen jetzt an ihrer Stelle. Also wird jetzt alles wieder so, wie es schon mal war. Es war ein bisschen egoistisch von mir, das zu wollen, aber jetzt ist es ja geschehen. Ich meine... Ich habe gerade Gänsehaut. Ich habe wirklich gerade wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Wie man es nimmt, es ist alles schlimm. Also das Leben ist nicht schön. Das Leben ist eigentlich oft traurig, wenn man so drüber nachdenkt. Aber ich denke, wenn die beiden sich haben, dann wird alles um einiges einfacher zu ertragen sein. Ach, Leute, ist das furchtbar. Entweder sie oder ihr Vater, aber... Naja. Hat's was gebracht? Den Satz, den sie ihr auf den Weg mitgegeben hat? Max, you get one kiss, now you're all over me? I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this?
I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. Besser nicht, besser nicht. Ich würde es nicht tun. Ich würde dir nichts davon erzählen. Es ist ja nie passiert. Ich meine, seien wir mal ganz ehrlich. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Es hat sich nichts verändert. Damn. This is a serious exposé on the Prescotts. Finally. Aha. Das Prescott Penn Estate, Himmel oder Hölle, von Craig Kennedy. Der Name Prescott, wird wahrscheinlich nicht viel für Sie bedeuten, wenn Sie außerhalb dieses kleinen Küstenstreifens in Oregon kommen. Aber dieser Name bedeutet einiges in Arcadia Bay. Eine kleine Stadt, die, ja, in der Zeit festzuhängen scheint. Einst die Heimat des Fischens und der Tourismusindustrie, hat die Stadt schon mal bessere Tage gesehen. Abgesehen vom Erfolg der prestigehaften Blackwell Academy und seines Football- und Schwimmteams, die Bigfoots und die Otter. Landschaftliche Veränderungen haben einen Rückgang der Fischbestände hervorgebracht und die Economy steht still und es gibt wenig Tourismus. Seltsamerweise haben es die Prescotts geschafft, ihr Geschäft am Laufen zu halten. Um genau zu sein, stehen sie hinter einem großen Hausbau namens Penn Estates. Also sie haben eben Immobilien, die sie verkaufen scheinbar. Die auf jeden Fall beim Wald neben der Blackwall Academy gebaut werden. Lokale Indianergruppen, also Native Americans, haben sich dagegen aufgelehnt gegen den Bau dieser Häuser, da sie ihre Stammesländer und natürliche Ressourcen bedrohen. Weiter geht's auf der nächsten Seite. Naja. Was haben wir denn hier? That's my Chloe. The Bad Girl's Guide to Guns. Okay. Ja, so kennen wir Chloe und so mögen wir sie natürlich auch. Kate. Ach, so ja. Close here. Oh. Okay. We have to do three main things. Right. What things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the darkroom. Too bad I don't have a gun anymore. Yes, that's the solution. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. At least you let me take that money to pay Frank off. Don't remind me. I just want him off your back. Our back. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. I can't abuse this level of my rewind power. It's way too dangerous, and I need to navigate the present without messing up the past. Absolut. Nennt mich egoistisch, aber ich bin so irgendwie glücklicher mit dem Ganzen, wie es jetzt ist. Snowdo always makes me think of William and Chloe. Oh. Was haben wir denn an Fotos eigentlich? Oh, erstmal Thursday. Bitte was? Oh Gott. Da gibt's ganz schön viel zu lesen, ne?
denke, oh Gott, wo geht's denn los? 10. Oktober? Ah, okay, da geht's mit Chloe's Kitchen im Jahr 2008. Wo fange ich denn an? Machen wir mal links auf der Mitte. Ich war so glücklich, dass ich William gerettet hatte. Ich hätte niemals daran gedacht, was falsch gehen könnte. Ich weiß, dass ich Mist gebaut habe, als ich Victoria Chase gesehen habe. Aber jetzt war sie mein Freund. Und ich war ein Mitglied des Vortex Club. Genug gesagt. Ich weiß, dass ich Mist gebaut hatte. Dann fühlte ich mich schlecht, was ich mit Chloe getan haben könnte. Ich hatte schon so eine Ahnung, als ich David Madsen den Schulbus fahren sah. Er sah auf jeden Fall nicht mehr so bedrohlich aus. Ich wollte aber nicht, dass er als Busfahrer endet. Anstelle von Joyce. Zusammen mit Joyce. Mir rutschte das Herz in die Hose, als ich zu Chloes Haus ging. Als William die Tür öffnete, habe ich mich auf das Schlechteste vorbereitet. Da war es, dass Chloe mit ihrem Rollstuhl vorfuhr. Ich war wie erstarrt und ich wusste nicht mal, was ich sagen sollte, also habe ich meinen Mund mit der typischen Geste des Schocks und der Dummheit bedeckt. Aber Chloes Lächeln war so ehrlich und so schön, dass ich fast geweint habe. Oh, ich krieg jetzt wieder Gänsehaut. Ich musste einfach alles richten, ohne durchzudrehen. Oder Chloe zu sagen, dass ich die Zeit und den Raum verändert hatte, um ihren Vater zu retten. Was sie allerdings wieder in einen Autounfall gebracht hatte, sodass sie nie wieder laufen konnte. Das Ding ist, sie war immer noch Chloe. Nur ohne die ganze Wut. Diese Chloe war so dankbar und lebendig und hatte eine Familie, die auf sie aufpasst. Chloe hat mich gebeten, die Nacht bei ihr zu verbringen und das habe ich natürlich getan. Ich habe gemerkt, dass einige Teile des Hauses ganz schön runtergekommen waren. Ich habe das unglaublich teure Equipment gesehen, das Chloe nun benötigt und ihr neuer Raum in der Garage. Es tut mir leid, David. Obwohl ich mich schrecklich gefühlt habe und abgekapselt, war Chloe einfach so aufgeregt und erfreut, mit mir zusammen zu sein. Besonders, weil ich sie hängen lassen habe nach ihrem schrecklichen Unfall. Oder trotz allem, dass ich sie hängen lassen habe. Sogar in einem alternativen Universum ist sie immer noch mein Freund. Chloes Welt ist so neu und einzigartig für mich, besonders ihre Stärke und ihre Freundlichkeit und Schmerz. Sie brauchte eine ganze Apotheke für sich selbst, um durch den Tag zu kommen. Sie tat mir nicht leid. Es schmerzte mich eher, alles mitzubekommen, was mit ihr los war. Diese Chloe beschuldigte niemanden für ihren Zustand, obwohl sie das Recht dazu hatte. Sie ging mit mir runter zum Strand, oder wir fuhren runter zum Strand und sie sah die Wale. Und das hat bewiesen, dass etwas Schreckliches geschah, etwas schrecklich Falsches in beiden Realitäten. Und dann fragte mich Chloe, ob ich sie zum Schlafen legen würde. Der Unfall hatte sie ganz schön kaputt gemacht. Ihre Lungen hatten aufgehört zu arbeiten und sie starb langsam einen schrecklich schmerzvollen Tod. Sie fühlte sich so schuldig für das Opfer ihrer Eltern, sich um sie zu Hause zu kümmern. Sie war nicht wirklich gequält oder voller Selbstmitleid wegen dieser Frage oder wegen dieser Bitte. Sie war einfach nur praktisch. Das hat mich trotzdem noch schlechter fühlen lassen, als ich sie aus dieser Situation befreit habe. Ich habe zugestimmt, ihr zu helfen. Einfach darum, weil sie mir sagte, dass sie ein letztes Mal eine Entscheidung treffen wollte in ihrem Leben. Wie konnte ich da widersprechen? Besonders, da ich wusste, dass ich das ganze Universum, in dem sie jetzt lebte, durch eine einfache Entscheidung durcheinander gebracht hatte. Und ich wusste, dass ich einfach zurückgehen muss und diese Zeitlinie, die geschehen war, akzeptieren musste. So hatten Chloe und ich eine letzte Filmnacht. Wir schauten Blade Runner. Dann schliefen wir ein zu den Tönen von Vangelis und ich wachte auf und brachte meine beste Freundin zum Schlafen, für immer. Nachdem ich Chloes neue Welt besucht hatte, wurde es Zeit, zurück zur Max in der Zukunft zu gehen. Ich hatte das Resultat meiner temporären
Änderung gesehen und ich hatte wirklich Angst, dass meine Kräfte nicht mehr funktionierten. Das wäre nicht mal... Das wäre ganz schön schlechtes Karma gewesen. Zum Glück konnte ich mich selbst in die Fotografie projizieren und wieder konnte ich tun, was getan werden musste oder was ich getan habe. Auf Wiedersehen, William. Schon wieder. Hallo, David. Schon wieder. Och, Leute. Ich fühle mich echt mies, aber... Naja. Warren. Ja, was hat er denn geschrieben? Na, danke fürs Teilen. Okay. Dad. Wann hat er denn geschrieben? Ja. Hey, Maxine. Papa hier. Es tut mir leid, dass ich mich früh nicht gemeldet habe. Oder nicht früh gemeldet habe. Ich weiß, deine Mutter ist sehr stolz auf dich, dass du das Mädchen gerettet hast. Ach, das haben wir schon gelesen. Das haben wir schon gelesen. Mama. Das hatten wir, glaube ich, auch schon. Kate. Ja. Justin. Das hatten wir auch. Juliet. Hallo? Chloe. Ach, okay. Die hatten wir alle schon gelesen. Mann, Leute, ich fühle mich so mies. Warum auch immer. Ich meine... So oder so, es musste was Schreckliches geschehen. Yes, Chloe Price was here. Naja. Wer weiß, sie zerstört sich hier aber auch irgendwie selbst in dieser Welt. Kann man nicht anders sagen. Even Holmes and Watson didn't use every piece of information. Naja, sie haben eben für ihre Deduktion genutzt, was nötig war, ne? Staying up all night is the best excuse to drink lots of coffee. Oh ja. Naja, zum Glück trinkt sie Kaffee und nimmt sonst keine Substanzen. Na, ihr wisst schon. Koks oder sowas. Würde ich ihr leider zutrauen. Guck mal, sie beschwert sich gar nicht. Oh, Ambient. Habe ich was bekommen. Was haben wir noch? Wir haben ein Vogelnest. Oh. Wir haben ein paar Steine. Wir haben zwei Eichhörnchen, die ein Herzchen bilden. Fußspuren, eine Walflosse, eine Windmühle, also ein Windrad. Ein Skelett mit Skateboard, der Mond durch Stäbe und eine Adlerkralle. Ich werde wieder was verpassen, das weiß ich jetzt schon. I wish I could tell Chloe how much William cared about her. Oh. Ach Leute, da müssten wir die Wahrheit sagen und das kann ich nicht. Das könnte ich nicht. Ganz I'm so ehrlich. Sorry, William. It's not fair you had to die twice. Das ist echt schade. Wie würdet ihr euch fühlen, Leute? I should have known just erasing that phone message wouldn't stop the police. Oh oh. Miss Price, das ist Officer Anderson Barry. Und da wir Ihre Kontaktinformationen haben, möchten wir Sie bitten, auf die Station zu kommen, Montagmorgen um 8 Uhr, um ein paar Fragen zu beantworten, die einen kürzlichen Einbruch in der Blackwell Academy betreffen und der Fakt, dass Ihr Auto auf dem Parkplatz identifiziert wurde das letzte Mal, als Sie dort waren. Wir freuen uns darauf, die Sache aufzuklären. Officer Barry, ABPD. Oh Gott, also wird sie sowieso drankommen. I'm lost in all this shit. This butterfly photo seems like a million years ago. How much time have I altered since? Das würde ich einreichen, das Foto. Ich bin jetzt kein Profi von Fotografie, aber ich weiß, dass es da so gewisse Linien gibt, die man einhalten muss. Dass es eben ästhetisch wirkt, so... Fluchtpunkte oder horizontale Linien, einfach Symmetrie und sowas. Ja, so ein bisschen habe ich mich auch schon mit Fotografie beschäftigt, obwohl ich nie die Möglichkeit dazu hatte. Hab halt keine Kamera, keine gute. Was wollen wir denn jetzt überhaupt machen? Was hat sie denn vor? Erstmal waschen, genau. Gesicht waschen ist immer gut. Dann wird es auch wieder... Besser, dann wird man fit. That blue dye makes me so happy. It means the real Chloe is back with me. No. Ich sag ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits schön, andererseits. This might be the last poster advertising Arcadia Bay after tomorrow night. Was mich auch wundert, dass sie sich überhaupt keine Sorgen machen. Since David might be in there, I better mosey along for a change. Die machen sich überhaupt keinen Kopf darum, dass morgen die Welt, also zumindest Arcadia Bay, untergehen könnte. Also mir wird das schon ein bisschen zu denken geben.
You won this battle, Max. You broke up my family. I salute you. David, I didn't try to hurt you. Ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. Ganz ehrlich, ich finde trotzdem, es war das Richtige. Kennt ihr die Serie Orange is the New Black? Erinnert mich gerade wieder so ein bisschen an Mendes. Er ist ja David Madsen. Yo, yo, Max, deine Freundin Chloe textet mich schon die ganze Zeit an. Was? Sie hört sich heiß an, jetzt weiß ich warum. Chloe hat dich wirklich angeschrieben? Na klar, ich hatte aber nicht ihre Nummer. Zumindest sollten wir immer noch Go Ape gehen. Außer du willst mit Chloe abhängen. Oder wir alle sollten gehen. Ja, ein Schmerz im Arsch ist genug. Okay, ich muss gehen jetzt. Texte später mit dir. Ja, text to you later. Danke für die Info übrigens. Ich kenne mich echt nicht gut aus im Chat-Jargon. Yep, locked from the other side. Mhm, warum hat er wohl die Tür abgeschlossen, der gute David? David isn't any different from me when he's looking at those family photos. Oh, das sind echt gute Fotos. Da ist sehr viel Bewegung drin, sehr kraftvolle Bilder, kann man sagen. Those poor whales are like beached angels. What is going on here? Oh. Ach, Kinder, ich find's so traurig alles wieder. Aber. Looks like they're back on the road to Paris. Ja, ja. So die kleinen Dinge, ne? Ich finde das eigentlich recht super, diese Details. Ouch. Oh, das ist krass. David, sei nicht hier, wenn ich von der Arbeit zurückkomme. Ich mein's ernst. Joyce Price. Och Mann, Leute. Es ist, wie es ist. Das Leben ist... Somehow I existed in this whole other reality. But I don't know what happened. Ja, es ist, wie es ist. The more I use my power, the more I see how little control I have over what happens. Now Max Caulfield exists in two or maybe three different realities. How can I have a destiny? If these alternate lives exist, I hate the thought of William and Joyce finding Chloe like that. Thinking about all these lifelines almost makes my head hurt worse than the rewind. Ich werde bei dem Spiel immer so ein bisschen nachdenklich. Zum Beispiel, was ist Glück? Irgendwie rennen wir immer nur unserem Glück hinterher und dabei arbeiten wir so viel, dass wir gar nicht mehr wissen, was Glück bedeutet. Did I actually cause that clock to stop? Nein. Nein, nein, nein. Hast du nicht, Max. Oh, there's a ladybug stuck in the dials. Oh. Ein Marienkäfer, wo ist er denn hin? Komm, den wollen wir fliegen lassen. Macht ihr das auch immer? Wenn ich einen Marienkäfer sehe und der sitzt irgendwo auf dem Boden, dann nehme ich den irgendwo hin mit, wo es ein bisschen grün ist, lass ihn auf meinen Finger klettern und dann fliegt er weg. Schön. Dann wird es morgen auch schönes Wetter, hat meine Oma immer gesagt. Keinen Marienkäfer zu treten, weil das gibt schlechtes Wetter. Gucken wir uns erst hier drin noch ein bisschen um. To think this all started with my vision of a tornado. Arcadia Bay Beacon. Eco-Apokalypse jetzt. Ja, während wir dachten, Arcadia Bay wäre ein Fischgebiet und ein Touristendörfchen nahe der Küste von Oregon, was? Die Zeit oder die Stadt, die die Zeit vergessen hat, seit Beginn dieser Woche, okay, ich lese gerade Mist. Auf jeden Fall befinden wir uns gerade wirklich im Auge eines Umweltsturms quasi. Angefangen mit einem seltsamen Schneefall, einer unerwarteten Sonnenfinsternis, sterbenden Vögeln und einem halben Dutzend gestrandeter Wale, wurde das Wetter in Arcadia Bay von prominenten und nationalen Wissenschaftlern untersucht, sogar der NASA.
Was noch erstaunlicher ist, dass dieses Eco-Phänomen oder Öko-Phänomen in der Tat nicht nur ein Einzelereignis ist, sondern wirklich ein atmosphärischer Ernstfall. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig vorgelesen habe, aber ich denke mal, der Sinn sollte schon wiedergegeben worden sein. Da ist noch ein Foto. Oh Gott, Leute, ich weiß ja nicht, was dabei rauskommt bei der Geschichte. Joyce must be so upset. Are you helping anybody, Max? Ganz ehrlich, er hat sich wirklich scheiße verhalten. Hätten wir jetzt noch ihm zugesprochen vor dem Rest der Familie, dann hätten wir wieder gegen Chloe und Joyce gehandelt, weil er hat sie wirklich, also zumindest Chloe hat er schlecht behandelt. Obwohl sie rebellisch ist, hätte er sie nicht so behandeln müssen. Denn das schafft noch mehr Aufbegehren, wenn man jemanden wirklich versucht zu unterdrücken in der Teenagerschaft. David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Okay. Naja. Leute, ich würde aber sagen, wir beenden das Ganze mal ohne Cliffhanger. Ich bin schon sehr gespannt darauf, was passiert. Mal sehen, was ihr mir schreibt. Ich bin auch schon darauf gespannt. Guck mal, sie hat eine Motte als Motiv auf dem Shirt. Ich hätte jetzt fast gesagt, ein Schmetterling. Der Butterfly-Effekt, das passt ja ganz zum Thema. Naja, wie gesagt, ich bin wie immer gespannt. Ich danke schon mal fürs Feedback. Das war wirklich super letzten Part. Gerne weiter so. Und wir sehen uns wieder zu Life is Strange.